herzlich willkommen auch an Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit mir, mit uns feiern. Mein Name ist Joanna Jambor und wir haben ein wunderbares Programm wieder für Sie zusammengestellt mit dem Museumsverein Altranft, mit Antenne Brandenburg, mit der schönsten Musik für Sie und auch mit Gästen aus Polen, die ich auch recht herzlich begrüßen möchte. Serdecznie witam gości z Polski, aus Sedynia, aus Bielinek, aus Stargard. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir vom Wetter heute nach diesem anstrengenden Sommer, der für die Landwirte ja auch eine Plage war, zum Teil, zumindest bei bestimmten Feldfrüchten, gute Bedingungen haben. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja in den letzten Monaten uns sehr viel mit diesem Fest beschäftigt, haben Händler zusammengerufen, zum Teil aus Polen, zum Teil aus Deutschland, überwiegend eben hier aus der Region, dass man auch sehen kann, was die Landwirtschaft, was Essen und Trinken in der Region sein kann. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit den polnischen Partnern so gut geklappt hat. Dzień dobry Państwu. Mógłbym powiedzieć, że tak jak dzisiaj patrzę na poranek, właściwie powinniśmy przebudzić region. W związku z tym myślę, że ten początek będzie tak dynamiczny, że za chwilę tutaj pojawią się ludzie. Ale tak samo jak przed chwilą powiedziałem, region też potrzebuje ludzi. W związku z tym mam nadzieję, że nasza współpraca Altranft i Cedynia przyczyni się do ściągnięcia jak największej ilości ludzi ze Szczecina i z Berlina. Sagt ja, die Oder, die uns trennt, soll uns mehr verbinden. Und ja, wir sollten diesen Fluss nutzen, um nicht eben das als Grenze anzusehen, sondern als verbindendes Glied und das auch vor allem in der kulturellen Arbeit auszubauen. Und das machen wir heute mit dem Erntefest. Gibt es schon ziemlich lange, etwa 120.000 Jahre alt ist die Menschheitsgeschichte. Es gibt die sogenannte Spezies moderner Mensch, das ist das, was wir jetzt hier alle so sehen, wenn wir nach links und rechts schauen. Wir sind noch nicht so alt mit 120.000 Jahren. Da ist denn hier Ludskosch.
przynajmniej 120 tysięcy lat. Jesteśmy dzisiaj ludzie, człowiek moderny i zamierzam, że to jeszcze nie jest tak stary wieku, wieku. Sie können ja mal versuchen, ob Sie mitsprechen können. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Liebe Erntedankgemeinde, wir wollen Eleni Reinke jetzt taufen und sie so in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. Wir taufen nicht einfach so, wir taufen, weil wir einen Auftrag dazu haben. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. Wenn Gott uns annimmt, so wie wir sind, dann werden wir frei für dieses Leben in Freiheit. Hier zwischen uns Menschen und mit Gott, der uns in Christus Jesus Bruder geworden ist. Heiligen Geistes. Dein Leben, dir Weg und Weisung geben und Kraft und Stärke und alle Tage bei dir sein. Denn Jesus spricht selbst, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Gott unserer Väter und Mütter, er segne euch und stärke euch. Er gebe euch Kraft und Mut und Hoffnung und den nötigen Humor für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Er segne euch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Dann hör noch mal.